Herzlich willkommen zum Let's Play von Wings of Honor. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die miese Tonqualität vom Spiel und vielleicht noch anderen Problemen, weil das Problem ist, ich kann das Spiel nur auf einem anderen Rechner aufnehmen, weil das für Windows 7 nicht geeignet ist. Und deswegen muss ich auf XP aufnehmen, habe aber keine große Festplatte drin. Das heißt, ich muss das Video gerade auf einer externen Festplatte aufnehmen. Und dann muss es alle 4 GB geschnitten werden. Und jetzt nimmt der Ton irgendwie scheiße auf. Also tut mir wirklich sehr leid. So, fangen wir mal an. Ich möchte Karriere machen, am besten alles durch. Wäre gut. Das lese ich jetzt nicht vor, also ist jetzt eh wurscht. Wir müssen das machen, fliegen sie alle von drüben und dann schließen sie fern die Flugzeuge ab. Das machen wir jetzt. Den abschießen. Schaffen wir. Beim letzten müssen wir, glaube ich, landen, da versagen wir. Wenn ich eine Mission hier nicht schaffe, dann werde ich die offline weiter versuchen, bis ich es schaffe. Und dann, wenn ich es geschafft habe, habe ich es halt geschafft. Gut, ich werde jetzt erstmal heute nur die erste Mission machen. Und er müsste zurück. Hui. Stimmt, das ist hoch. Ich muss ja mit Maus, mit Tastatur fliegen. Wo muss ich denn hin? Dort. Ist das? Achso, das sind die Flugzeuge. Ja, wie gesagt. Mal sehen, ob ich es schaffe, die erste Mission jetzt zu schaffen. Falls nicht, also falls ich zum Beispiel beim Landen abstürze, dann werde ich das. Oh, feindliche Flugzeuge kommen näher. Dann werde ich das offline weiter versuchen, bis ich es geschafft habe. Deswegen werde ich immer bloß eine Mission aufnehmen. Die Folgen sind jetzt ab sofort 15 Minuten lang und kommen montags, mittwochs und freitags. Soweit der aktuelle Planungsstand. So, der 1 müssen wir gleich geschafft haben. Eigentlich genau jetzt. Erste Genoppen angeflogen. Sehr gut. So. Und da hinten. Hoch. Sieht man so schön. Ich muss mich dran gewöhnen. Also. Hoch, runter. Ne? Ganz normal. Runter, hoch. So. Die schießen wir jetzt ab. Ich hoffe, das schaffen wir. Wo fliegen sie denn hin? R ist Rakete und B ist Bombe. So, kommt her, meine Guten. Ich habe das Spiel Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich habe vor uns nur ganz kurz eine Trainingsmission versucht. Hat mir aber zu lange gedauert. Uiuiui, echt so scheiße. Ich glaube, ich muss was an der Steuerung ändern. Ach du Kacke. Verdammt. Das wird das schlechteste Let's Play, was bei mir läuft. Was mir übrigens auch gefallen bin, ist... Ne, Moment. Ne, ich möchte nicht so... Ich muss doch bloß die Spielsteuerung ändern. Das war knapp. Das war schon wieder knapp. Wenn ich doch wüsste, wo die feindlichen Flugzeuge sind, die sind hinter mir. Da unten ist einer. Oh, was ist denn das? So. Ein Scheiß. Aber wenn ich das ja nicht schaffe. Ach, so einfach geht das. Wo ist denn jetzt der zweite? Na komm. Hinter mir. Da. Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Oh, hallo. Ey, wo...
Sind die über mir oder? Ich sehe immer nur den roten Pfeil da ab und zu mal. Ich lasse jetzt einfach mal eine Bombe fallen. Vielleicht treffe ich ja jemand. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ganz genau umgedreht mit den Rechnern, kann ich ganz schnell erzählen. Bei Rollercoaster Tycoon nehme ich immer mit dem Windows 7 Rechner auf, mit dem Gamer PC. Da unten ist einer. Nee, hä? Und mit dem anderen, mit dem ich jetzt spiele, nehme ich normalerweise den Ton auf. Wow, das war knapp. Ich muss mich irgendwie immer so drehen. Da oben fliegen sie. Mann! Ich glaube, den habe ich getroffen. So. Der hat gesessen, der Scheiß, Alter. Kriegst ja noch eine Macke. Da oben ist einer. Oh, das war knapp. Ich dachte, ich würde mit der Granate, also mit der Rakete treffen, aber das war wohl nix. Habe ich das jetzt eigentlich erzählt? Das ist, glaube ich, das erste deutsche Let's Play zu diesem Spiel. Aus dem Grund spiele ich es auch. Kennt zwar eh, glaube ich, Kinder das Spiel mehr, aber falls es jemand... Oh, verdammt! Falls es jemand kennt... Hey, ich hab doch getroffen! Ich hab doch eindeutig getroffen. Aber so schnell kann ich nicht reagieren, Mensch. Oh. So, der ist tot. Und den kriegt man online noch. Mann. Da. Sehr gut. So, und unbedingt beim nächsten Mal die Spielsteuerung ändern. Oh, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Ein Glück, ey. Ich dachte ja schon. Habe ich jetzt 10 Minuten dafür gebraucht? Oh, das ist ja bloß eine Folge. Vielleicht mach ich doch 10 Minuten Folgen. Also unbedingt Spielsteuerung ändern. Ich glaube, hoch muss runter sein und runter muss hoch sein. So hatte ich das vor uns erst, aber da dachte ich, andersrum ist eigentlich sinnvoller. Ist aber nicht. Ist einfach nicht sinnvoller. So, dritte Kontrollbank müsste da drüben irgendwo sein. Aber wetten, ich bin mir sicher. Weil man nämlich bei dem letzten Kontrollpunkt, glaube ich, wie ich mich erinnern kann, landen muss. Und, naja, landen halt. Irgendwie Motor langsamer machen und dann langsam runter und Fahrwerk ausfahren. Was weiß denn ich noch, was da alles kommt. Ob das funktioniert? Eieiei, jetzt können wir gleich eine Bombe abwerfen. Zack. Weil es Spaß macht. Bumm, noch eine Bombe. Ich weiß gar nicht, ob man das Bumm hört. Jetzt, Bumm, nochmal. Wenn ich das Wasser treffe, macht es da Flatsch. Dafür, dass wir die ganze Zeit angeschossen wurden, sehen wir relativ gut aus. Kein Dampf, kein Nichts. Sehr gut, so soll es sein. Kontrollpunkt 3 ist auch gleich angeflogen.
und dann hart da hoch. Und jetzt landen sie jetzt auf dem Stützpunkt. Erstmal muss ich dann noch. Moment, der Stützpunkt ist da drüben. Na, das ist die blöde Landebahn. Welchen Stau. Oh, das ist gut, ein Staudamm. Ich baue nicht gerade bei Minecraft einen Staudamm. Und da brauchen wir immer ein paar Anregungen. Und zwar in Minecraft einen Staudamm in, also im normalen Modus. Okay, Creative Modus. Ganz normal. Wie ehrliche Bürger baue ich den. Und das ist sehr schwer. Vor allen Dingen das Fluten des Gewässers dahinter. Diese Berge kennt man übrigens aus dem, wer was gesehen hat, das erste Let's Show zu Minecraft. Und ich weiß nicht, wer es angeguckt hat. Wo ist denn jetzt hier die scheiße Landebahn? Ist das das hier? Ja, oder? Nee, doch. So. Motor langsam werden. Runter langsam kommen. Ha! Na, das finde ich ja, oh, das ist eine musterhafte Landung gewesen. Jetzt ruckeln wir noch ein bisschen vor uns hin. Aber sonst. Perfekt! Also, das müssen wir ja noch nachmachen und das in 11 Minuten. Ha! Na, jetzt stelle ich ganz schön das Zeug um und dann können wir vielleicht sogar noch eine zweite Mission machen. Ja, ich glaube, guck mal, sind sogar noch zwei verfügbar jetzt. Also ganz schnell Option und jetzt hoch. Hoch. Runter. Hä? War das nicht gerade so? Gucken wir ganz schön im Training rein. Ob das so funktioniert, wie ich es wollte. Das dauert mit dem Laden jetzt ein länger, weil die Festplatte läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das nicht vorhin mal beim Laden die Aufnahme ausgemacht. Jetzt ist nämlich runter nach oben. Genau so wollte ich es. Das klingt komisch, aber es ist besser. Ist wirklich besser. Man glaubt es kaum, aber es ist so. So, laden. Und jetzt weiter. Karriere und Tier. Schützen den Damen, schießen sie alle feindlichen Flugzeuge ab. Zwingen sie den Albatros zum Landen. Nicht abschießen. Boah, das ist das, was ich denke gerade. Oh, das schaffe ich nicht, die Mission. Man sieht das Mittelmeer absichtlich. Wir treffen immer noch Flugzeuge mit schweren Kreuzen, die sich bemühen, den Damm zu zerstören. In den letzten Tagen haben sie auf der Bank schon gesessen und nur von Heulen, dass sie reden. Feindlicher Aufklärer sucht sein Glück zum Herrn. Flugzeug laufen, hoffentlich Anzug zu. Suchen wir meine Kommando, wenn ich starten. Wir brauchen wirklich viel Feindes des Feindes. Was ist denn das hier? Da brauche ich Nero noch scrollen. Nehmen wir den blauen. Wir probieren es einfach mal, weil die andere, ich glaube, da habe ich mal versagt. Da müsste auf dem Filmstudio Schneider Kanal, ist glaube noch ein Video davon, wo ich das überhaupt nicht schaffe. Gleich geht's weiter auf Philips.